Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Elemental Sword M. Ich werde es mal starten. Ich habe es gerade schon mal gestartet. Ich habe es schon mal heruntergeladen, die Updates alle laufen lassen, mein Account schon mal aufgerufen, damit das jetzt alles ein bisschen fixer geht. So wie ich das ja jetzt immer machen wollte. Vollbild machen wir noch mal schnell rein. Ah, Autos fahren. Ich mache noch mal Fenster zu. Und da bin ich wieder. Jetzt geht's los. Nein, noch nicht. Wir müssen noch mal warten. 82%, 100%. Und okay, das können wir umfragen, blum blum blum, alles bestätigen. Jawohl, wir starten den Server. Da ist meine alte Kasehul. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was das war für ein Spiel. Aber ich glaube, da rennst du so rum und kannst mal auf Autolaufen machen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Einlösen, jawohl. Einlösen, jawohl. Oh. Oh. Man könnte sagen, das geht jetzt so lang. Okay. Thank you.
20. Ah, geht noch bis 8. Gut. Dann ist der jetzt auch fertig. Also 14 Tage habe ich gekriegt. Nur die monatliche Einnahme noch nicht. Okay. Nice. Farbstoff, alles gesperrt, geht nur der eine. Kein Problem. Nachts, tags, erst nachts. Ich hoffe, ich bin nicht raus. Gut. Titel. Heftiger Angriff. Okay. Mein Beutel. Was ist mit meinem Beutel los? Ausrüsten. Shop. Dann machen wir mal so lange, während ich noch die anderen Teile suche. Fangen wir mal von ganz unten an. Hmm.
Schmelzofen 2. Das Verkaufen. Was? Meine Gegenstände? Kann kein Mensch? Okay. Okay. Okay, okay. Warte mal. Ich noch mal hier drauf. Was brauche ich denn nicht mehr? Ausrüsten. Wie kann man Gegenstände wegschmeißen? Immer wieder Probleme, wenn ich ein Spiel nach langer Zeit neu wieder spiele. Ach je. Heiraten. Oh, jetzt verschwindet ein Gegenstand. Schön, und der nächste Gegenstand weg. Super. Ausrüstung. Verstärkung. Alle Verstärker. Gut.
Okay. Jetzt müsste ich doch ein bisschen mehr Platz wieder haben. Schau, was hier noch hier. Gilde. Wer bin ich denn hier? Wie heißt denn der Charakter? Ist er nicht Kazi Hulk? Da, Kazi Hulk. Keine Gilde, so. Ich dachte schon, ich wäre hier in der Gilde. Ach, das sind alles Gilden. Spenden. So, Spende ist gemacht. Was läuft denn da schon wieder? Okay, Relikte. Okay. Lass uns heiraten. Ich bin bald wieder da. Nee, nee. Okay, jetzt noch mal hier reingehen.
alles sortieren. Jetzt habe ich 61, also sprich, jetzt habe ich Platz. Speed geht doch. Was war denn das? Wobei war denn das gewesen? Wofür brauchte ich die fürs Transformieren von den Diamanten? Ah, so können wir die Sachen wenigstens loswerden. Das ist doch schon mal nice. Den Ring brauchen wir noch, R6. Nur R4 ist so schwach geworden und R3 sowieso. Guck mal, der ist auch so schwach. Okay. Transmutieren war ganz unten gewesen. Alchemist. Was kommt da raus? Oh, Diamanten. Brauche ich die denn? Einmal. Ich muss das 5-mal machen, okay. Dritte Mal. Vierte Mal. Jetzt das letzte Mal. Und fertig. Quest weg, abgeschlossen. Perfekt. Jetzt ausrüsten. Verstärken. Auf Level 10. Level 3. Gilden Shop. Wo ist denn das Buch? Ach hier. Kann ich mir nicht kaufen. Mist.
gehe in den Shop. Das Buch kann ich auch nicht kaufen. Ich habe keine Gildenpunkte. So ein Mist. Dann bleibt es dabei. Das ist nicht schlimm. Einer macht 3 Levels. Dann holen wir noch 3. 6. 7, 8. Habe ich so viel auf einmal? Hatte ich 3 gekauft oder? 6. Egal. Dafür war die Quest fertig. Reittier, verbessere dein KK-Titel auf Reittier. Wird gemacht. Mein KK-Titel. Ich brauche KK-Titel-Medaillen. Da, jetzt habe ich Gildenpunkte. Super. So spät. Diamanten brauche ich nicht. Okay, dann kommt jetzt der hier dran. Kombiniere 10-mal etwas erfolgreichen. 10-mal kombinieren. Ich habe doch gerade schon 5-mal kombiniert. So schnell gedrückt. Was war das? Staub. Ah, das ist... Okay, nehmen wir den nächsten. Ein Gefängnisboss. Los, los, los. Ich trinke mal ein paar Tränke, damit sie weniger werden. 903 Tränke ist ein bisschen viel. Schaffen.
müsste ich raus. Okay, Mama, ich achte gleich mal drauf. Mit rausrennen. Nee, bei denen nicht rausrennen. Nein, auch nicht rausrennen. Rausrennen. Ach, das gibt's doch nicht. Schweinerei. Menü. Event. Tägliches Paket öffnen. Okay, Gold gekriegt. Öffnen, okay, Gold gekriegt. Öffnen, okay, Gold gekriegt. Was für Gold kaufen? Oh, okay. Ach je, da Events leuchtet immer noch. Täglich. Ach, die Dailies. Ist er. Gut. Verlies verlassen. Jetzt gehen wir schnell zum nächsten Verlies.
Kann ich nicht benutzen. Wenn ein Auto Kampf ist, kein Problem. Level 12. Sekunden. Noch 2 Sterne. Verlies verlassen. Abschnitt-Track kann ich noch nicht machen. Ah, dann kann ich freischalten. Okay. Jawohl. War ja eigentlich klar, dass ich das schaffe. 2 Sterne. Ist mir egal, Hauptsache geschafft. 3 Sterne wäre zwar super, aber mit 2 geben mich auch zufrieden. Jetzt kommt das nächste dran. Abschnitt 3. Freischalten. Ah, gerade da muss 50 sein. Charakter muss 55 sein. Gefecht. Und schauen wir uns mal nochmal in Ruhe das Gefecht an. Thank you.
bisschen stärker gemacht. 14.000. Ich glaube, zwei Sterne kriege ich auch nicht. Oder es wird ganz knapp. Doch. Gut. Mit 3 Sternen muss ich. Okay. Dann mache ich jetzt mal die eine Quest hier. Privater Boss. So viel Schmerz. Ein Fisch, da hinten ein Wal, dann noch einer. Teufelskreis, Kapitel 2. Endlich alle Nachrichten weg. Juhu. Hm.
Online-Prämie. Einlösen. Einlösen. Folgen Sie uns. Dann kriege ich 100 Diamanten. Ja. Dann sind wir nochmal hier in den Turm drin, wo wir leider vorhin nicht weitergekommen sind. Jetzt probieren wir es alles nochmal. Ich habe ja jetzt schon ein Level mehr. Klopfer ein Level, ne? Ich habe nur ein Level gemacht. Aber auch dafür viel Ausrüstung verstärkt. So wie jetzt nochmal. Vielleicht wird das ja jetzt reichen. Ich weiß es nicht. Kann ich noch machen, das da oben ist. Verlies anmelden, Dungeon anmelden, Sommerschatz. Keine Ahnung mit dem Sommerschatz. Oh, das würde ich trotzdem überleben. Nächste Ebene. Zack. Okay. Ebene 2 zerstört. Jetzt kommt die Ebene 3 dran. Aber ich denke mal, das wird auch kein Problem werden. Auch ein bisschen laggy, oder? Oder ist mein Internet wieder so sehr belastet? Kann natürlich auch sein.
Okay. Ebene 5. Ruinenwächter. Oh, der wird auch schnell kaputt sein. Auf 14 Lebensenergie. 13. 12. 8. Sechs, vier, zwei, letzte Leiste und Down ist er. Ich drücke auf Kampf beenden. Das waren genug Kämpfe gewesen. Ausrüsten, verstärken oder Ausrüstung. Hier ist ja gar nichts drin. Ach, der hat gar nichts. Der auch nicht. Der hat nichts. Also, gut. Komm, wir gehen nochmal zur Hochzeit. Schau mal, ob wir jetzt einen Ehrenring kriegen. Ah, Hochzeitsanfrage. Wer will mit mir heiraten? Lass uns heiraten. Heiraten. Unsterbliche Liebhaber. Du bist noch nicht verheiratet. Reservierung für Hochzeit müssen durchgeführt werden, bevor Gäste eingeladen werden. Heute um. Wie spät ist denn das jetzt? Oh, in einer Stunde. Ha! Fängt erst um 10 Uhr an die Hochzeit. Vielleicht kommt das Spiel ja morgen. Morgen muss ich wieder arbeiten. Ha. Einen Antrag. Bitte mit deiner geliebten Person ein zweites und geht. Ich habe keine geliebte Person. Ich habe keine geliebte Person. Oh nein, nein, ich will nicht. Verlassen. Bestätigen. Tschüss. Okay. Nee, 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 da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die Stärke habe ich.
Ich habe nur die Minimalstärke. Ach je. Was gibt's hier noch bei täglich? Boss. Ah, da kommt man gut leveln in den Level. Da kommen gleich die ganzen kleinen Tiere an. Die muss nur kaputt hauen. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon dreimal gemacht. In der Quelle. 70 mal Alchemie. Ich habe schon 5 mal gemacht. Ich müsste das noch 65 mal machen. Boah. Die 4 sind erforderlich. Große Menge EP sammeln. Hier unten ist ja der EP-Leistenbalken, ganz unten. Der weiße Strich. Wenn ich jetzt hier einen kill, schauen wir mal. Ja, zack. Es geht ganz schnell hier. Zum Leveln ist die Ecke wirklich gut. Getötet. Fünf Sterne. Ich glaube, das kommt man dreimal am Tag machen. Wenn du VIP bist, kannst du das sogar noch mal machen. Und noch zweimal mehr, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Level 51, der ist schon Level 80, der Anführer. Level 80. Na dann. Kein Rekord. Egal. Aber 5 Sterne.
Für die Diamanten jetzt? Nee. Jetzt ist er auch 20. Level 53. Oh, ging noch mal. Bei mir wird noch mal angesagt, ich schaffe nur bis 3 Sterne. Ich habe bislang immer 5 gehabt. Bonus um 15%. Nice. Ich mache gleich noch einmal das eine hier freischalten und dann würde ich sagen, da war's für heute. Ich bin ja auch schon wieder hier Stunde und 4 Minuten am Spielen. Verrückt. Ich glaube, die erste halbe Stunde habe ich nur die ganzen Dinge eingelöst, die Punkte, die ich da habe. Nach 5 Sekunden, 4. Boah, 4 Sekunden hatte ich noch Zeit gehabt. Oh, ich bin in der nächsten Runde aufgestiegen. Da heißt es, ich würde noch nicht mal einen Stern schaffen. Ich habe 1 Million Schaden. Ne, 1 Million EPs gekriegt. Okay. Gut, dann den nochmal schnell hier ausbilden. Beschwörung nochmal 10-mal durchführen. Bestätigen. Benutzen wir.
Okay, der ist jetzt Level 30. Ach, da war der andere. Puh, meine Güte. Es muss hier nochmal 1, 2, 3. Drei neue Haustiere, die ich noch hochleveln muss jetzt. Scheiße. Aber ich wollte das hier machen. Erinnerung. Das war meine Erinnerung. Gut. Was kann ich bei mir noch mal kurz machen? Erfolge einlösen. 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 Auf die noch mal kurz gehen. Da krieg ich den Lolli, noch ein Lolli. Erstmal auf Level 5. Okay. Puh, jetzt ist hier alles voll wieder mit Ausrufezeichen. Egal, wir brechen jetzt hier ab. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.